Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir stehen vor einem großen Problem in der Entsorgung der Produktionsabwässer oder Produktionsrückstände bei Kali und Salz. Dieses Problem ist seit Jahrzehnten bekannt. Seit Jahrzehnten wird es hier diskutiert. Und seit Jahrzehnten sucht sowohl K+S nach Lösungen, als auch streiten wir hier in diesem Haus über die Frage, was ist eigentlich der richtige Weg? Was gibt es an Alternativen? Eben ist es schon aufgezeigt worden, das Einleiten der Produktionsabwässer in der Werra, in die Werra. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nicht zukunftsfähig und muss so schnell wie möglich zu Ende gebracht werden, um endlich wieder einen guten ökologischen Zustand der Werra herzustellen. Der zweite Entsorgungsweg, das Verpressen der Produktionsrückstände in den Untergrund, hat sich als fatal erwiesen. Das Grundwasser wird gefährdet, die ganze Region wird gefährdet. Auch das etwas, was schnellstmöglich beendet werden muss. Und leider, aus unserer Sicht, wird es ja noch bis 2021 weitergehen. Und auch der dritte bisher gewählte Entsorgungsweg, nämlich das Aufhalten, haltet nicht nur das Salz auf, sondern haltet eben auch große Probleme in der Zukunft aus. Niemand weiß bisher, wie diese Halden irgendwann abgebaut werden sollen. Also wir brauchen eine Lösung. Und DIE LINKE hat sich immer dafür stark gemacht und hat auch das Verfahren, das jetzt im Raum steht, hier mit ins Spiel gebracht, nämlich die Einstapelung von Produktionsresten in die offengelassenen Bergwerke unter Tage. Und da gibt es verschiedene Verfahren, die dafür möglich sind. Es gibt die flüssige Einstapelung, so wie sie jetzt Gegenstand des Genehmigungsverfahrens ist. Und es gibt die feste Einstapelung. Die Firma Corutec hat dort sehr viel geforscht und hat Vorschläge gemacht, wie so etwas aussehen kann, hat verschiedene Vorschläge gemacht. Und K+S hat sich jetzt für den einen Weg entschieden, nämlich flüssig einzustapeln im flachen Bergbau. Und dazu soll dieser Staatsvertrag geändert werden, soll die Marktscheide durchörtert werden. Und dazu haben wir diese Anhörung durchgesetzt und ja auch durchgeführt. Und das Ergebnis dieser Anhörung ist, dass es erhebliche Bedenken gibt, den Entsorgungsweg der flüssigen Einstapelung, so wie jetzt geplant, tatsächlich zu gehen. Das schriftliche Anhörungsverfahren, es sind schwerwiegende Argumente genannt worden gegen die Verfüllung der Grube in Springen mit Salzlauge aus der Kaliproduktion. Die Lösungsprozesse, die möglicherweise auftreten, können die Standsicherheit der Grube so herabsetzen, so sagen zumindest die Experten, die angehört worden sind, dass ein Bergsturz nicht auszuschließen sei. Und ich glaube, alle meine Vorrednerinnen haben das eben auch hier erwähnt. Und darüber hinaus würde die Lauge am Ende direkt an der Marktscheide anliegen und damit langfristig die Gefahr und die Standsicherheit dieser Marktscheide, die so wichtig ist, in Gefahr bringen. Warum diese Marktscheide so wichtig ist, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Es trennt eben die beiden Grubenreviere und es sichert in Hessen die Untertagedeponie in Herford-Neurode, die größte Giftmülldeponie, die wir in Europa haben. Ich möchte noch einmal die Ergebnisse der Anhörung zusammenfassen. Es wurde gesagt, die flüssige Einlagerung der Produktionsabwässer erhöht nicht die Standsicherheit der Grube Springen. Die flüssige Einlagerung kann nicht die Grundwasserzutritte stoppen. Es erhöht das Gefahrenpotenzial für einen Bergsturz. Und es könnte die flüssigkeitsgefüllten Stollen und das damit verbundene Gefahrenpotenzial bei einem Bergsturz deutlich erhöhen. Denn was passiert, und es gab im Osten, es gab im Teil Thüringen dieses Bergwerkes schon Bergstöße, was passiert mit einer flüssig eingestapelten Salzlauge, wenn der Druck von 800 Bar auf diese Salzlauge drückt? Logisch, aus allen Löchern und in alle Richtungen wird sich diese Salzlauge verbreiten. Sie wird gegen den Pfeiler, gegen die Marktscheide drücken. Und wenn nicht sichergestellt ist, dass das Rollloch, was jetzt gebohrt werden soll, das tatsächlich langzeitsicher verschließen kann, dann ist tatsächlich die Untertagedeponie in Herford-Neurode in Gefahr. Das alles, und da haben Sie völlig recht, Frau Grunemann, auch ich bin kein Bergbauexperte. Das alles sind aber beschreibbare Szenarien, die dargestellt worden sind.
Und ich glaube, wir haben die Verantwortung, dieses sehr genau zu prüfen. Und an dieser Stelle unterscheidet es uns. Und uns erst davon überzeugen zu lassen, dass dieses Verfahren tatsächlich ein Verfahren ist, das langzeitsicher ist, und dann erst einen Staatsvertrag zu unterschreiben, der das Ganze ermöglicht. Jetzt hat Frau Gronemann hier gerade ausgeführt und die Frau Ministerin eigentlich auch im ersten Teil der Anhörung bis zu meiner konkreten Nachfrage gesagt, ja, aber der Staatsvertrag sei doch die Voraussetzung dafür, damit man überhaupt in das Genehmigungsverfahren eintreten könnte. Jetzt habe ich noch einmal nachgefragt. Das Genehmigungsverfahren läuft bereits. Die Prüfunterlagen liegen dem Ministerium bereits vor. Die Prüfunterlagen sind bereits eingereicht dafür. Das heißt, der kausale Zusammenhang, wir brauchen erst einen Staatsvertrag und können dann erst in die Prüfung eintreten, ist nicht richtig. Das ist der entscheidende Punkt, weshalb wir an dieser Stelle als LINKE sagen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann bitte schön für eine Lösung, wo auch dokumentiert ist, die auch geprüft ist, dass sie funktioniert. Und dann können Sie an dieser Stelle auch unsere Zustimmung erwarten, aber doch nicht andersrum. Sie stellen das Verfahren tatsächlich auf den Kopf. Sie sagen, wir geben jetzt eine Genehmigung, wir ändern jetzt einen Staatsvertrag, der aus gutem Grund ja so einmal geschlossen worden ist, zur Gefahrenabwehr. Wir geben jetzt das frei, dass etwas geändert werden kann, und anschließend prüfen wir erst. Wir sind der Meinung, wir müssten es genau andersherum machen. Wir brauchen eine intensive Prüfung. Dafür gibt es Fachleute. Die sitzen tatsächlich im Bergamt. Die sollen das Genehmigungsverfahren im Rahmen des Genehmigungsverfahrens diese Prüfung vornehmen. Und dann entscheiden wir darüber, ob der Staatsvertrag geändert wird oder nicht. So gehen wir genau in die verkehrte Richtung. Und noch eine Möglichkeit, es muss auch aus unserer Sicht ergebnisoffen geprüft werden. Ergebnisoffen heißt für uns, das sind doch genau die Ergebnisse der Ausschusssitzung und der Anhörung, die ich hier vortrage. Und genau damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist doch unsere Verantwortung. Wir können doch nicht einfach sagen, wir haben da ein Bergamt, die regeln das für uns. Nein, wir haben im Rahmen des Staatsvertrages die Verantwortung dafür, ob wir es letztendlich freigeben oder nicht. Und dafür müssen wir von den Experten überzeugt werden. Das ist die richtige Reihenfolge. Und noch einmal etwas zur ergebnisoffenen, Prüfung. Die Firma KUTEC hat verschiedene Varianten vorgeschlagen, verschiedene Prozesse ins Spiel gebracht, wie so etwas gemacht werden kann. Und unter anderem hat die Firma KUTEC vorgeschlagen, die Einstapelung so vorzunehmen mit Zuschlagstoffen, dass die eingestapelte Lauge nach Ablauf von 3 bis 5 Jahren tatsächlich aushärtet und langfristig eben vom flüssigen in den festen Zustand übergeht. Ja, meine Damen und Herren, dieses Verfahren kostet mehr Geld. Das ist richtig. Wir sind aber der Meinung, dieses Geld muss aufgewandt werden für eine langfristige Standsicherheit der Grubengebäude. Damit sichern wir die Arbeitsplätze, nicht dadurch, dass wir ein zusätzliches Risiko eingehen, sondern dass eine Einstapelung so in der Form passiert, dass tatsächlich das Grubengebäude gesichert wird, dass langfristige Schäden ausgeschlossen werden. Und wenn wir von langfristig reden, dann reden wir nämlich nicht nur über die Zeit, die nächsten 60 Jahre, in denen K+S den Abbau dort noch betreiben will. Die Verantwortung, die wir haben, geht lange darüber hinaus. Es wird für Jahrhunderte und Jahrtausende muss diese Standsicherheit gegeben werden. Und das muss in dem Prüfverfahren nachgewiesen werden. Und dann, meine Damen und Herren, durchaus sind wir auch bereit, einem solchen Staatsvertrag zuzustimmen, aber nicht es in der umgekehrten Reihenfolge zu machen. Erst eine pauschale Freigabe zu geben und dann zu sagen, es wird nachher geprüft. Da geben wir unsere Möglichkeiten, die wir als Parlament haben, tatsächlich aus der Hand. Vielen Dank.